Shanti. Shanti heißt Frieden. Shanti heißt innerer Frieden und äußerer Frieden. Shanti heißt auch Ruhe und Gelassenheit. Shanti ist natürlich auch äußerer Frieden. Und so gilt es als Yoga-Übender mit den Mitmenschen in Shanti, in Frieden zu leben. Es gilt auch, sich für den Frieden in der Welt einzusetzen. Es gilt, Shanti, friedvolle Gedanken überall hinzuschicken. Shanti heißt aber auch, dass du in dir selbst friedvoll sein willst. Du willst friedvoll mit deinem Körper umgehen und gesund sein, gesunde Lebensweise haben. Du willst Shanti haben mit deinen Emotionen, Gefühlen und Gedanken. Freundlich und liebevoll mit dir selbst umgehen. Dinge unterlassen, die dich gänzlich aus dem Gleichgewicht bringen. Das geschieht schon von selbst. Es gibt genügend Gelegenheiten, in Unruhe zu kommen. Du selbst kannst probieren, mehr Shanti in dir zu erzeugen. Bei Yoga Vidya folgen wir einer uralten indischen Tradition, dass wir bei jeder spirituellen Praxis, entweder zu Anfang oder zu Ende, oft auch zu beidem, Shanti dreimal wiederholen. Shanti, Frieden. Frieden für Körper, Geist und Seele. Frieden mit uns selbst, mit unseren Mitgeschöpfen. Frieden für die ganze Welt. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden.